Aber das Mikro ist ein bisschen hoch. So, guten Abend, die Herrschaft und Herr Lau, gell? Also, ja, ich freue mich ja so, dass wir der Fasnacht ist, gell? Egal, was kommt. Ja, naja, gut, okay. Also, wie gesagt, erst habe ich gesagt, soll die Queen irgendwie machen. Da habe ich gesagt, na, das ist mir so pietätlos. Ich habe gesagt, ich mache was Ähnliches wie die Queen. Ich mache meine Blinddarmoperation. Ja, also Kinder, ich muss es euch sagen, es war ein sehr hartes Jahr für mich. Ich muss mich von meinem Blinddarm trennen. Ja, wir haben so aneinander gehangen, gell? Ja, ja. Also angefangen hat es mit ganz hohem Fieber, gell? Meine hat der Doktor dann angerufen, er soll gleich kommen, das Fieber zu steigen. Dann hat der Doktor gesagt, wie hoch ist es dann? Sagt er, unser Fieberthermometer ist kaputt, aber wir haben unser Eumachthermometer, das steht auf Mirabelle. Ja. Ja, ist ein bisschen groß, aber es ist ja Fasnacht, gell? Dankeschön. Ich fand das auch so schön. Ja. Ja, und während der Untersuchung hat er gesagt, Frau Bachmann, wie alt ist dann Ihren Blinddarm? Habe ich gesagt, ich weiß nicht genau, er geht, glaube ich, stark und fetzig zu. Ja, ja. Hat er mich gefragt, aus welcher Richtung? Naja, ich hatte ein bisschen Angst, gell? Ich habe dann meinen Doktor gefragt, sagen Sie mal, Herr Doktor, wird es dann weh, du, die Operation? Hat er gesagt, ja, mir nicht. Also, dann konnte ich mir aussuchen, was für Krankenhaus ich wollte. Ich wollte ins Hildegardis-Krankenhaus. Hören Sie mal, Sie können heute nicht mehr unbedenklich in jedes Krankenhaus gehen, gell? Weil die Sache ist einfach die, letzt habe ich gehört, dass Sie in dem einen Krankenhaus einen Patient 6 Wochen lang auf Gelbsucht untersucht haben und behandelt haben. Und dann hat sich herausgestellt, dass es ein Chines war. Ja, und bei der Einlieferung dann ins Krankenhaus wurde ich von der Schwester an der Pforte herzlich übersehen. Ja. Nach sehr langer Wartezeit drückt die mir ein Merkblatt in die Hand. Da hat drauf gestanden, Patienten aus Wiesbaden werden darauf hingewiesen, dass Operationen für Personen aus Wiesbaden nur ohne Narkose erfolgen. Und ich bin ja aus Wiesbaden. Dann muss ich ein Formular unterschreiben, falls ich himmle, dass ich selbst dran schuld bin. Dann kamen die Sanitäter, haben mich in mein Zimmer gefahren und haben gesagt, hier ist Ihr Bett und da hängt der Galgen. Da könnte ich mich drauf anhängen. Ja. In dem Zimmer, lauter Oma-Lady hat nicht gut gehört. Ich habe gesagt, guten Tag. Hat ich gesagt, was? Ich mach doch gar keinen Krach. Das hat schon gut angefangen. Während ich dann mein Tasch so ausgepackt habe, hat die Oma zu meiner Erbauung mir erzählt, sie wäre gestern aus dem Operationssaal abgehauen. Ja. Weil die Schwester hätte gesagt, regen Sie sich doch nicht so auf, das ist doch nur einfach Blinddarmoperation. Sie werden es schon schaffen. Ja, habe ich gesagt, das ist doch nicht so schlimm, hat die Oma gesagt. Ja, aber das hat die über den Doktor gesagt. Ja, und dann musste ich zum Wiegen. Die,
Die hatten eine Waage, die sprechen konnte. Die hat immer nur gesagt, bitte nur eine Person. Das hat die so lange gesagt, bis sie aus dem Fenster geflogen ist. Und dann kam Elfriede Rabiada, Schwester seines Zeichens, die wollte mein Blut. Und ich habe Rollwehne. Die hat dann umgeschult. Da muss man ein bisschen mitdenken. Also die hat umgeschult, weil, ihr wisst schon, weil sie das Blut nicht kriegt hat und ich furchtbar Fuchsteufelswildmann bin. Dann fragte ich mich doch, dann kam eine männliche Schwester, der muss im ersten Lehrjahr gewesen sein. Hat er mich gefragt, Frau Bachmann, wie schlafen Sie? Sagt er, ich mache die Haare zu. Wie ist die Beschaffenheit Ihres Stuhls? Sagt ich, Eiche, rustikal. Ja. Dann wurde ich ganz früh bei Zeiten schon zum Professor Pfahl gerufen, gell? Er hat gesagt, wenn er nicht gleich bei mir morgens mit der Untersuchung aufhängt, ist er oben noch nicht überall gewesen. Ja, und dann hat er mich, also wie gesagt, breitflächig untersucht. Und währenddessen hat er mir erzählt, er hat morgen Mittag freiwillig sein Viererschei abgewehrt, den nicht mehr so gut sehe. Aber Sie brauchen doch keine Ängste haben, Frau Bachmann, bei der Operation passiert nichts. Ich habe den Eukopf schon über 100 Mal vorgenommen. Habe ich gesagt, dann wird alles gut gehen. Hat der Doktor gesagt, natürlich, auch man muss es hier klappen. Sagte ich, Herr Professor Pfahl, was mache ich dann, wenn die Operation schief geht? Hat er gesagt, dann machen Sie sich nicht verrückt, das merken Sie sowieso nicht. Dann habe ich völlig erschöpft im Bett gelegen. Dann kam einer und hat gesagt, Frau Bachmann, gestatten, ich bin Ihr Amethyst. Ob ich eine normale Amnestie wollte oder eine Spinatamnestie. Also was eine Amnestie war, wusste ich nicht, aber Spinat habe ich gekannt. Sag mal, kriege ich dann auch während dem Eingriff Ede? Na, hat er gesagt, da können die Ärzte ja während der Behandlung nicht rare. Naja. Als bis hier Ruhe geht war, wollte ich der Oma ihre Zeitung haben. Ich habe dreimal in die Bäcker gerufen, Oma, kann ich mal die Zeitung haben? Keine Reaktion. Da habe ich einen Zettel geschrieben, draufgeschrieben, Oma, kann ich bitte Ihre Zeitung haben? Werf den Zettel aufs Bett von der Oma, guckt die drauf und sagt, Frau Bachmann, können Sie mir das mal vorlesen? Ich habe meine Brille nicht auf. Und dann bin ich eingeschlafen, wie ich tief und fest geschlafen habe. Weckt mich doch Schwester Rabiada. Und sagt, Frau Bachmann, Sie haben vergessen, Ihr Schlaftablette zu nehmen. Ja, und vor der Operation kriegt man dann so ein Tablett, wo man die Drohne hat, da ist einem ganz egal, ob man Mensa oder Wiesbaden ist. Und dann kam wieder mein Amethyst, hat so lange Nadel dabei. Ich habe zu ihm gesagt, Sie werden doch jetzt nicht anfangen, so strecken zu wollen. Dann musste ich mein Gebiss ausziehen. Ich habe gesagt, passen Sie mir gut auf, ach, das ist meine Oma seins. Dann kam die männliche Schwester, die aus dem ersten Lehrjahr, und fragt mich, ob ich gut vorbereitet wäre für meine Obduktion. Operation, seht ihr. Entschuldigung, ich bin Legastheniker. Naja, das hat mir auch nicht gerade so gut gedauert.
Ja, und dann kam wieder Schwester Rabiata und hat mich mit meinem Bett in ein Zimmer gefahren. Dort kam ich auf eine Warmhalteplatte. Ja, und als ich dann überall warm war, haben mich zwei Sanitäter auf eine Bahre gehievt. Nachdem der eine von der Pflege einen Bandscheibenvorfall hatte, hat der andere gesagt, man hätte doch den Riga kommen lassen. Die Operation ist nicht so groß wie ein Frühstücksbrettchen. Ich habe nur gesagt, uns kann ich euch sagen, wenn ich da runterfalle, da wackelt nicht nur das Krankenhaus, da wackelt auch da oben. Dann haben sie mich gefragt, ob ich die Operation mit beobachten will. Ich habe gesagt, natürlich, ist mir was anderes wie ein Krimi. Sehen Sie mir doch mal bitte meine Brille auf. Und plötzlich sagte Professor Fahl, wir wollen nun beginnen, liegen alle Instrumente bereit. Da habe ich gesagt, Herr Professor, ich bin ganz gerührt, dass Sie mir jetzt noch ein Ständchen bringen wollen. Ja. Dann hat mein Amethyst mir eine Spritzgabe und Noten noch wusste ich nicht mehr, wo bei mir ob und ohne ist. Ja, ich wurde dann mit so einer Art Brieföffner geöffnet. Dann haben sie mir die Apple Dandys rausgenommen. Und plötzlich höre ich, wie der Professor zum Assistenzarzt sagt, Herr Dr. Meyer, nur der Blinddarm, der Rest tun sie ganz schnell wieder neu. Ich habe gesagt, sind Sie doch so freundlich, plagen Sie mir meinen Blinddarm ein für unseren Hund. Der hat noch nie einen Blinddarm gesehen. Der Professor hat laut gelacht und dann passiert es dem Professor, fallen vor lauter Lache die Kontaktlinse raus. Was haben die gesucht? Haben sie nicht mehr gefunden. Hat der Professor gesagt, es wäre nicht so schlimm, das Einzige, was Zeug kennt, ich werde mich die nächste Zeit halt sehr beobachtet fühlen. Ja, so ist ja, wie gesagt, die Operation ganz gut verlaufen. Die haben mich dann zugenäht mit Hexenstich. Ich kam dann auf mein Zimmer und dann habe ich erst mal gesagt, jetzt habe ich Hunger. Schwester Rabiata hat wie die Mona Lisa gelächelt und hat gesagt, es gibt nichts zu essen und nichts zum Trinken. Alles, was ich brauche, ist dort in der Flasche. Was? In der Flasche? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? In die Flasche geht doch Koramschnitzel hin. Also, ich habe nichts zu essen reden, im Schlaf habe ich geflennt, gell. Ich habe von kalten Buffets, von Schrimps und Hummer geträumt, von Torte und Käseplatte. Und bis ich meins wach geworden bin, war mein Kopfkissen verschwunden. Nächstes Mal kam der Professor Wahl. Habe ich ihn gefragt, was das da mit der Flasche und dem Schlauch da auf sich hat. Hat er mir erklärt, Frau Bachmann, über diesen Schlauch werden Sie rektal ernährt. Habe ich gesagt, ja, haben Sie noch so einen Schlauch? Hat er gesagt, wieso? Habe ich gesagt, da steht Sie ganz im Essenladen. Der Professor hat gelacht, gell, und dann hat er gesagt, er hätte mir jetzt ein Rezept ausstellen für eine Narbencreme. Seht die Schwester zum Herr Professor, Sie kennen doch nicht das Rezept mit dem Fieberthermometer ohne Schreiben. Wo ist denn für die ein Kugelschreiber? Frau Bachmann, drehen Sie sich mal rum.
Morgens ist die Oma ins Baden, hat sich frisch gemacht und ihr Gebiss angezogen. Was sagt sie zu mir? Frau Bachmann, gucken Sie nochmal, da stimmt was nicht. Gestern hat es noch einwandfrei gepasst und heute habe ich 2 Zehen mehr. Später kam dann der Professor zu der Oma, gell, und der hat zu ihr gesagt, also Oma, jetzt hören Sie mal gut zu. Sie haben eine Thrombose, die muss man operieren und das kostet viel Geld. Jetzt hört die ja nicht richtig. Dann habe ich gehört, wie sie mittags zu ihrem Mann gesagt hat, du Mann, stell dir mal vor, was der Professor gestern zu mir gesagt hat. Der hat zu mir gesagt, Oma, Sie haben einen Traumbusen, den kann man fotografieren und da verdient man viel Geld. Ja, so war das im Krankenhaus, gell? Man kann dort viel erleben. Naja, es war ja so ganz schön und jetzt stellen Sie sich mal vor, ich muss hier in 2 Monaten wieder hin. Habe ich zu meiner Tochter gesagt, ich muss hier schon wieder ins Krankenhaus und ich habe überhaupt keine Lust dazu. Hat ich gesagt, ey, ruf doch an und sag, du wärst krank. Hello. Dankeschön, ich wundere mich immer, über was die Leute alles lachen, gell? Also wie gesagt, das war der Blinddarm. Ich hab ihn zwar noch, aber ich sag mal vorsichtshalber. So, kann ich jetzt zur Runde wieder gehen? Ja. Sie können auch gerne noch oben bleiben. Ich kann noch oben, ich will aber haben. Dann dürfen Sie. Hildegard Bachmann! Das Ende an. Mit einem unschlagbar Gespann. Durch Vaters Brötchen aufgenommen, die besten Gene mitbekommen, so musizieren sie zu zweit, ob